Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind mal wieder in Minecraft und ja, also in dieser Lobbywelt, wo man wartet, bis das PvP anfängt. Sorry, dass ich mich so komisch anhöre, ich bin erkältet und ja. Ich wollte euch hier jetzt zeigen, wie man die beiden Feuerwerke, die es hier gibt, also es gibt zwei Stück und ich werde euch zeigen, wie, wo die sind und wie man, also wenn man da ist, kann man sie ja gleich aktivieren. Ja, und ich mache dann gleich noch einen zweiten Part hinterher, das mache ich aber in extra Video, wie man alle fünf Köpfe, die man in Kampf mitnehmen kann, also diesen Creeper-Kopf und so weiter, wie man die alle, ja, wo die alle sind, wie man die kriegt, und dazu muss man ein Rätsel lösen in der Minecraft-Welt, in dieser Lobby-Welt hier. Ja, also dann fange ich jetzt mal für das heutige Video an. Und zwar wie man, wo die ganzen Feuerwerke sind. Also ihr geht als erstes in dieser Welt, in diesen Haus hier rein. Sorry, dass ich mich ab und zu mal verspreche. Und wenn ihr dann hier durchgegangen seid, also gegenüber von der Tür und dann hier rechts, links. Und ihr dann, wenn ihr dann euch bückt, ihr so kurz zucken, dann seht ihr hier, dass hier ein Schalter ist, und wenn ihr den aktiviert, öffnet sich hier dieses Teil. Auf jeden Fall habt ihr dann Platz, da oben zu laufen. Also ich bin jetzt nicht der Beste in Jump'n'Run, aber naja. Also ihr springt hier hoch und dann hat sich mit diesem Schalter dieses Teil hier geöffnet. Und das bleibt auch, also bei mir ist es nicht mehr zugegangen. Es gibt hier noch einen anderen Schalter, ich weiß gerade leider nicht, wo der ist. Aber wie man dieses Teil auch rausfahren kann, ich glaube, das ist auf der Seite hier. Aber der verschwindet dann gleich. Also ihr könnt dann hier hochgehen. Und dann müsst ihr hier die Leiter hochgehen. Und so kommt ihr dann ins obere dieses Hauses hier, von hier oben. Und hier ist auch gleich das allererste Feuerwerk. Wie ihr seht. Ja, dann jump ich hier mal runter und ich zeige euch mal das zweite. Für das zweite Feuerwerk geht ihr in das andere Haus. Und zwar das hier. Da geht ihr hoch und hier ist auch dieses Rätsel. Ich zeige euch dann auch später dann die Lösung in dem anderen Video. Also ihr geht halt dieses Haus hier hoch, geht diese Tür hier raus und aktiviert, oder zumindest klappt ihr die beiden Falltüren hoch. Dann nehmt ihr ordentlich Anschwung und jumpt mal rüber. Und hier sieht man zum Beispiel das erste Schwert, das Eisenschwert, das zeigt nach unten. Und das müsst ihr euch dann merken. Also das Dia-Schwert, das Eisenschwert und das Goldschwert. Die müsst ihr euch halt merken für das Rätsel und die sind überall hier versteckt. So, und das nächste Feuerwerk macht ihr halt diesen Weg hier, den ich jetzt hier gemacht habe. Und ihr geht dann hier hoch. Hier hoch und hier hoch. Dann könnt ihr hier reingehen und hier ist auch gleich das nächste Feuerwerk. Und das letzte. Und so findet ihr halt beide Feuerwerks. Weil, ja, die Mehrzahl ist gerade weniger zu sagen. Wie man sieht, schönes Feuerwerk. Ja, und so findet man alle beide. Ja, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst es zu abonnieren. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ciao.